Namen von 17.375 gefallenen russischen Soldaten identifiziert. Viele hatten vor dem Krieg nichts mit der Armee zu tun, von Florian Naumann. Sandra Kirte. Daniel Dillmann. In der Ostukraine tobt der Kampf um Bachmut. Die veröffentlicht die Namen gefallener russischer Soldaten. Der Newsticker. Die Medien führen eine namentliche Zählung der Toten durch. Ein Drittel dieser Opfer waren Personen, die vor der Invasion nicht mit der Armee in Verbindung standen, Freiwillige, Mobilisierte, Gefangene und neu rekrutierte Mitglieder privater Militärunternehmen. Den Ergebnissen zufolge wurden seit Anfang 2023 mindestens 1000 Menschen getötet, die ihre Strafe in russischen Gefängnissen verbüßt haben. Russische Soldaten fahren auf einem gepanzerten Fahrzeug auf einer Straße nahe der russisch-ukrainischen Grenze. Anton Vergundpa. Russlands Verluste im Ukraine-Krieg. Russischer Kollaborateur stirbt. Ein Kriegsjahr in der Ukraine. Die Ursprünge des Konflikts mit Russland. Sehen Sie sich die Fotogalerie an. Russlands Verluste im Ukraine-Krieg. Kiew meldet weitere schwere Schläge. Am Abend meldete der Generalstab laut ukrainska Pravda 6 Luftangriffe auf Ansammlungen von Besatzungstruppen und Ausrüstung und ein Munitionsdepot. Unsere eigene Artillerie traf auch zwei weitere Brennpunkte der Besatzungssoldaten. Die von beiden Seiten bereitgestellten Informationen können nicht unabhängig überprüft werden. Hohe Verluste für Russland. 5.800 Soldaten getötet. Außerdem wurden 66 Panzer und 81 Haubitzen zerstört. Dazu kommen ein Flugzeug, ein Helikopter und 51 Drohnen. Auch eine Shahed-136 Drohne wurde abgeschossen. Diese Informationen können nicht unabhängig überprüft werden. Hier ist der Originalpost auf Facebook. Der Generalstab der Ukraine meldet zahlreiche Angriffe auf russische Militärstützpunkte. Das berichtet der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht auf Facebook. Demnach gab es neben 6 Angriffen der Luftwaffe auf russische Truppenstützpunkte auch 7 Angriffe von Raketen- und Artillerietruppen. Neben russischem Militärpersonal wurde auch militärisches Gerät getroffen. Wie der Generalstab weiter berichtet, bauen die russischen Besatzer in den besetzten Gebieten der Ukraine weiterhin zivile Einrichtungen in Militärkrankenhäuser um. So nutzt das russische Militär ein ehemaliges Schulgebäude in der Region Saporischja, um Verletzte in bis 50 Betten zu behandeln und schnell wieder einsatzbereit machen. Verluste im Ukraine-Krieg. Wiederholte Angriffe auf Zivilisten. Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Union sagte er Russland eine strategische Niederlage voraus. Er lobte die ukrainische Verteidigung der Stadt als kompetent. Es gibt taktische Errungenschaften des russischen Militärs, aber strategisch ist es eine Niederlage. Russische Truppen würden nach den Regeln des Feindes kämpfen. Er ist ein bekannter Kritiker des Kremls. Immer wieder wirft er der russischen Führung vor, zu unentschlossen und weich vorzugehen. Russische Kriegsopfer, bis zu 1500 pro Tag. Er sprach von bis zu 1500 Verlusten pro Tag auf russischer Seite. Die meisten davon im Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut. Nach Angaben des Beamten verläuft die Frontlinie entlang des Flusses in der Stadt
Das ist das Ergebnis der neuen Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist es der eigenen Luftverteidigung des Landes auch gelungen, Luftangriffe auf die Hauptstadt Kiew abzuwehren. Allein dort wurden insgesamt 11 Shahed-Drohnen abgeschossen. Bachmut wird zur blutigsten Schlacht im Ukraine-Krieg. Kiew, der russischen Armee, ist es immer noch nicht gelungen, die strategisch wichtige Stadt Bachmut zu erobern. Der Kampf um die Stadt im Osten des Landes gilt mittlerweile als der blutigste im seit gut 13 Monaten tobenden Ukraine-Krieg. Präsident Volodymyr Zelensky hatte wiederholt erklärt, er wolle die einst 70.000 Einwohnerstadt um jeden Preis erhalten. Der Kreml seinerseits setzt alles daran, Bachmut zu besiegen, und ist dafür offenbar bereit, hohe Verluste in den eigenen Reihen in Kauf zu nehmen. Ukraine-Krieg: Russlands Angriffe angeblich abgewehrt, nicht nur wegen Bachmut. So die ukrainische Militärführung, konnten die russischen Angriffe vorerst abgewehrt werden. In den Kämpfen um Cherson und Saporischschja erlitten die Besatzer durch entschlossenen Widerstand erhebliche Verluste. Im Süden des Landes bereitet Kiew offenbar sogar eine eigene Offensive im Ukraine-Krieg vor. Ziel dieser Bemühungen ist laut ukrainischen Medien die Halbinsel Krim, die 2014 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin annektiert wurde, wie unter anderem das Nachrichtenportal Ukrinform berichtet. Bereiten sich die russischen Streitkräfte in der Region auf einen möglichen Gewalteinsatz vor? Evakuierung wegen hoher Verluste. Russische Beamte besuchten die Häuser und erkundigten sich nach den dort lebenden russischen Bürgern, insbesondere ob es sich um Kinder oder ältere Menschen handelte. Zusammenfassung der russischen Verluste im Ukraine-Krieg: Soldaten 164.200, Flugzeuge 305.305, Hubschrauber 290.290, Panzer 3.511, gepanzerte Kampffahrzeuge 6.830, Artilleriesysteme 2.560, Flugabwehrsysteme 265.265, Mehrfachraketenwerfer 506.506, Fahrzeuge und Treibstofftanks 5.404, Schiffe 18 Drohnen 2.159, ukrainischer Generalstab vom 18. Angriff auf die Krim. Russland bereitet einen Angriff auf die Ukraine vor. Wladimir Konstantino, von Putin ernannte russische Gouverneur der Krim, sagte russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die Halbinsel habe begonnen, Studenten im Umgang mit Waffen auszubilden. Kreml-Chef Putin und Machtapparat in Moskau feiern offiziell den 9. Jahrestag der Wiedervereinigung Schwarzmeer-Halbinsel Krim mit Russland. Die Annexion von 2014 gilt international als Völkerrechtsbruch. Die ukrainische Regierung hat wiederholt betont, dass sie das ukrainische Territorium von der russischen Besatzung befreien will. Ein eigens geplantes russisches Festkonzert im Moskauer Luschniki-Stadion zur Feier des Jubiläums wurde Medienberichten zufolge abgesagt. Grund dafür ist die Angst vor einem Angriff oder anderen Zwischenfällen. Die russischen Behörden haben dennoch festliche Höhepunkte angekündigt,
und die russische Hauptstadt mit festlichen Fahnen geschmückt.